Meine Schwester ist gefahren, ich bin ganz allein zu Hause, das Wetter ist schlecht und ich muss heute lernen. Viel Spaß, das sind jetzt ungefilterte Videos, wie ich alleine zu Hause bin, 24/7 unverstellt, ungefiltert. Ich hoffe, ihr kommt mit meiner Person zurecht und ihr werdet immer noch meinen Kanal schauen, auch wenn ihr jetzt seht, wie ich wirklich bin. Ganz anders, ich verstell mich nämlich im Alltag 24/7, ich bin eine ganz andere Person zu Hause. Du bleibst noch mit mir befreundet, nachdem ihr mein wahres Gesicht jetzt sehen werdet. Ohne euch bin ich nichts, ihr macht mich zu dem, was ich bin. Banane oder Balaton Bum. Das hat meine Mutter gekauft, sowas würde ich auch nie kaufen. Bum Bum, Mutter, Bum. What the fuck? Sunny! Yesterday my life was filled with rain. Das ist ein Köttel auf meinem Teppich. Aber keine Sorge, es ist nicht mein Köttel. Es ist ein Hamsterköttel. Ihr wisst schon, wo zwei Seelen sich so treffen, ne? Auf in die Bibbidi Bip 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 Bip. Ich sehe jetzt nicht so gut aus in diesem Vlog, aber man kann ja nicht alle Häkchen setzen. Im Gymnasium in der 5. Klasse bin ich mal zum Unterricht gesprintet und dann haben mir irgendwelche älteren Jungs zugerufen, lauf, Paulus, lauf. Wirklich, lauf, Paulus, lauf. Und es hat mich so geprägt, es hat mich so traumatisiert. Hallo und guten Abend. Ich war beim Sport, dann bin ich nach Hause und habe Turbo, meinen Hamster, gefüttert. Habe ihn rausgenommen, gestreichelt, er war so lieb wie immer. Und dann habe ich einen roten Käfer in seinem Fell gefunden, der sich mit Blut aufgesaugt hatte. Auf jeden Fall, was zu tun ist, ich muss alles desinfizieren, Blutsauger verstecken könnte. Auf jeden Fall morgen mich ans Werk machen und alles desinfizieren. A few moments later. Erfrischende Dusche später habe ich mich entschieden, mich doch noch heute Abend drum zu kümmern. Es ist jetzt 10:45. Hier seht ihr unseren kleinen Patienten. Er ist jetzt sehr unruhig. Er weiß nicht, was mit ihm passiert. Er ist süß oder ist ein Lieber. Es ist natürlich immer so, dass die Parasiten der Welt sich immer die unschuldigen und lieben Menschen und Tiere schnappen. Ich habe ihn mit Kokosöl eingecremt, weil das die Parasiten verjagen soll. Also keine Sorge, das sieht jetzt schrecklich aus, vor allem in dem Licht, aber er hat sich auch mega beruhigt, nachdem ich ihn eingecremt habe. Er kackt jetzt auch, wie ihr seht. Und morgen gehe ich zum Tierarzt und hole irgendein Gegenmittel. Ja, du kommst hier nicht raus, mein Schatz. Du kommst hier nicht. Oder kommt er raus? Nee, bitte nicht. Turbo, bitte lass es sein. Und hier in diesem Tesafilm gefangen könntet ihr vielleicht die miese Peter sehen. Aber man sieht gar nichts und meine Kamera ist zu schlecht, um ran zu zoomen. Nee, man sieht gar nichts. Berühmt zu sein ist nicht leicht. Es ist eine Last, die ich auf mich genommen habe, ein Kreuz, das ich ab jetzt tragen muss. Jetzt habt ihr mein Pyjama gesehen. Das ist sehr unvorteilhaft, aber ihr müsst mir einfach glauben, dass ich unter diesem Pyjama echt heiß bin. Morgen die Ungarisch-Prüfung. Aber ich musste hier meinem Hamster das Leben retten heute Abend Nacht. Jetzt werde ich morgen zu unserer Ungarisch-Lehrerin Agi sagen, Agi, hör mal zu jetzt. Ich bin auch Mutter.
Und manchmal müssen Mütter ihre eigenen Bedürfnisse und Prioritäten zurückschrauben. Er schläft jetzt. Everything will be alright. Hat sich tief eingebuddelt, weil er meine Fresse nicht mehr sehen kann, ne? Jetzt habe ich ihn aber wach gemacht. Sorry, Bro. Ich gehe jetzt auch schlafen. Oder fange ich jetzt an, richtig zu lernen und lerne die ganze Nacht durch? Ich habe euch veräppelt. Es gibt keinen Parasitenbefall. Meinem Hamster geht so gut. Und ich musste auch nicht alles sauber machen. Ich habe das nur gemacht, damit ich jetzt spannenden Content für euch create, weil ich weiß, dass sich jeder für Parasitenbefall bei Hamstern interessiert. Und das Ganze war Clickbait. Reingefallen. Ich will ja nicht schon immer die Mitleidsnummer abziehen. Ich will ja nicht schon wieder die Mitleidsnummer abziehen, aber wie habt ihr so geschlafen? Wie war eure Woche? Was gibt es Neues bei euch so? Schreibt's mal in die Kommis. Hey Leute, wir sind vom Tierarzt zurück. Es ist nicht das, was ich dachte, dass es ist. Es ist was viel Netteres. Es ist ein roter Käfer, der sich zum Glück nur an Nagetieren aufhält und auch sehr schnell stirbt, wenn er kein Blut mehr bekommt. Turbo hat eine Spritze bekommen und ein paar Tropfen. Aber jetzt werden alle Tiere auf ihm sterben. Und ich habe ihr erzählt, dass ich ihn mit Kokosöl eingerieben habe und sie hat kurz innegehalten und sie so, was, warum? Und ich so, ja, das stand im Internet. Dann hat sie mich so ein bisschen höflich ermahnt, so, nein, machen Sie das bitte nicht mehr und keine Ahnung was. Dann dachte ich mir halt, ja, ich bin halt eine Helikoptermutter. Turbo, wenn du alles bis jetzt überlebt hast, die Kastanie und den Käferbefall, dann wirst du noch lange Zeit mit mir chillen. Dann gibt's kein Entkommen von mir, dann sind wir jetzt noch ein paar Jahre verlinkt. Es liegt aber nicht an meiner Haltung, es liegt nicht an irgendeinem Dreck, der hier liegt. Es ist ein äußerer Einfluss, der sich per Zufall gebildet hat, vielleicht als wir ihn transportiert haben oder vielleicht von seinen Brüdern noch mitgebracht. Es ist nicht meine Schuld, ich bin eine gute Mutter. Hey Leute, ich weiß, dass das erste Video besser war und witziger und spannender und bunter, aber wisst ihr was? Man kann nicht immer Top-Content produzieren. Ich bin in der Prüfungsphase, bald habe ich Prüfungen, Physio wartet auf mich. Seid nicht so streng mit mir. Lasst ein Like und ein Abo da. Und alle, die mein Video kommentieren, haben die Chance, etwas zu gewinnen. Danke fürs Zuschauen. Meinem Hamster geht's super. Mir geht's super. Ich habe alle Probleme in meinem Leben gelöst. Fragt mich nach Rat. Ich kann euch immer helfen. Tschüssi, tschüssi. Bussi, bussi.